Hallo und herzlich willkommen bei Nachtaktiv Gaming. Ich bin der Resturlaub und ich spiele mit euch Uncharted 4. Sam und ich haben jetzt hier ein Rätsel lösen können in der letzten Folge, das eine Statue von Avery offenbart. Und da möchten wir jetzt natürlich hin. Und sei bitte ehrlich, wie ist das jetzt? Verglichen mit deinen anderen Abenteuern? Frag mich das am Ende nochmal. Ja. Frag uns das lieber am Ende nochmal, denn noch haben wir hier einiges vor uns. Aber hier können wir uns mit Sicherheit gut abseilen. Ist nicht gerissen. Schön. Sehr schön. Okay, komm runter. Und den Sprung traue ich mich lieber nicht. Zudem wäre es ja vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir das Boot direkt mitnehmen würden. Boot ist da unten. Nach Ihnen, Captain. Genau, da ist es. Körper? Arschbombe wäre auch witzig gewesen. So, tschüss, Sam. Aber ich glaube, ich habe ihn gerade schon hinten aufsteigen gehört. Okay. Schade eigentlich. Die Insel mit Averys Riesenstatue liegt rechts. Ja. So aufgeregt mir. Zittern buchstäblich die Hände. Ja, das gefühlt mir nicht. Entweder das oder ich brauche eine Zigarette. Vielleicht etwas von beidem. Na, rauchen ist aber ungesund. Lieber Sam. In der Hand hat er ein Fernrohr, aber er schaut nicht wirklich durch. Vielleicht will er, dass wir durchschauen. Nimm das, Schatzinsel. Ja. So, hier kommen wir hoch. Na, ich wollte das doch gerade in mein Notizheft nehmen. Das hat jetzt aber nicht geklappt. Ja, das möchte er tatsächlich. Hey, komm. Sam. Oh, nein, nein, nein. Nein, du hast die Ehre. Oh. Keine Widerrede, komm. Okay. Das ist ja mal nett. Okay, Kim. Was sehen wir hier? Offenbar uns mal den Weg. Da. Und? Große totenkopfförmige Insel, ne? Große Insel. Kein Totenkopf. Das muss es sein. Libertalia. Sehr optimistisch, wenn man alles bedenkt. Weißt du, hier sind nur wir beide. Du darfst ruhig ein kleines bisschen Begeisterung zeigen. Ich zeige Begeisterung, wenn wir deinen Hals aus Alcazars Schlinge raus haben. Komm schon. Okay. Was? Ich sagte okay. Nein, 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 nein. Deine Okays sind nie bloß okay. Meistens sind sie das Gegenteil von okay. Ja. Ist das unser Freund Rafe? Wer sonst? Kapitel 13. Schiffsbruch. Nein,
Schiffbruch. Entschuldigung. Ich muss von diesem Strand runter. Und hiermit sind wir wieder am Beginn der Reise. Sam, hörst du mich? So begann das Spiel. Flussaufwärts. Flussaufwärts hört sich gut an. Es regnet wie aus Eimern. Wo ist unser Bruder? Er muss hier irgendwo sein. Sam! Hier geht es auch nicht hoch. Nathan ist sichtlich mitgenommen. Keine Spur von Überlebenden. Keine Spur von seinem Bruder. Ich hoffe, er hat überlebt. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier irgendwie was finden, wo wir vielleicht mal ein bisschen Unterschlupf kriegen. Die Taschenlampe von uns scheint auch defekt zu sein, denn er hat sie nicht angemacht. Ja. Kalt ist es, nass ist es, windig ist es. Es gibt Schöneres. So. Fluss aufwärts, hat er gesagt, aber ich sehe ehrlich gesagt keinen Fluss. Da das brennende Wrack. Kratzspuren, Schleifspuren. Okay. Da liegt eine Kiste. Gott sei Dank, die Vorratskiste. Klar. Alles weg. Das ist ein gutes Zeichen. Vielleicht war das Sam. Hoffentlich. Das Gute daran ist, mehr kann ich nicht verlieren. Außer mein Leben. Selbstgespräche, das ist das erste Anzeichen für Wahnsinn.
Das stimmt. Da ich ja auch die ganze Zeit mit mir rede, bin ich vielleicht auch wahnsinnig. Okay. Mir geht's gut. Vielleicht. Oh, Scheiße. Nein, bin ich nicht. Einfach durchbeißen. Einfach durchbeißen. Vorsichtig. Was zur Hölle mit diesem Ort? Verdammt! Stark gemacht, wie er auch schwächelt und nicht mehr so huppi-fluppi von A nach B kommt. Jawohl. Wieder Kratzspuren. Und jetzt rutschen wir sogar ab. Auch ungewöhnlich für Nathan. So. Jawohl, da wir noch nicht nass genug sind, nehmen wir das hier noch mit. Oh, da hoch müssen wir. Springen kann er nicht, das heißt, wir müssen hier tatsächlich unsere Arme lang machen. Na los! Oh. Ach, na klar. Warum nicht abrutschen, wenn wir das mal... Okay. Sic Parvis Magna, Sam. Komm schon, wo steckst du? Mist. Sind das die Lebenszeichen von Sam? Wir kommen. Bleib, wo du bist. Ich komme zu dir. Hat er unsere Zeichen gesehen? Ich bin mir nicht sicher. Oh je. Aber Nathan scheint nach seinem Sturz wieder ein bisschen bei Kräften zu sein. Denn das Springen funktioniert wieder einwandfrei, wie eine Katze. Bahnen wir uns den Weg nach oben. So, wie kommen wir jetzt dort rüber? Hier ist eine kleine Höhle. Mach mal das Licht an, Nathan. Hallo? Nein, nein, nein. Okay,
Okay, das war ein bisschen glücklich, muss ich zugeben. Okay. Dann mal hoch. Oh shit! Oh, 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 oh. So viel zum Thema, wir sind wieder bei Kräften. Verschwinde, du Taube. Oh, 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 oh. Oh. Oh je. Brave. Verdammt. Pass auf dich aus. Wir sind weiterhin nicht alleine. Lauf, lauf, lauf. Okay. Das war jetzt unerwartet. Hm. Wo geht es jetzt lang? Dort drüber würde ich gerne. Oh, 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 oh. Das war keine Absicht. Hier scheint wieder eine kleine Höhle zu sein. Oh. Ja. Da geht es nicht lang. Oh, was haben wir hier? Einen kleinen Schatz. Einen Krug. Da trinken nachher unser Siegesbier draus, wenn wir das Spiel geschafft haben. Komm schon, Nathan. Dein Bruder wartet. Wenn das keine Kräfte freisetzt, dann weiß ich auch nicht. Okay. Ach ja. Jetzt gedenkt er mal, das Licht anzumachen. Was haben wir denn hier? Nicht sehr beruhigend. Kein Platz für Diebe. Oh shit, 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 shit. Oha. Himmel. Und Sprung. Dass Nathan die Orientierung nicht verliert. Und Krebse. Und ein weiterer Schatz. Ein Fernglas. Nein, die Dinger haben einen anderen Namen. Die heißen nicht Fernglas. Schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie man das nennt. Es ist... Ah, doch. Jetzt in diesem Moment ist es mir eingefallen. Aber ihr könnt es ja trotzdem mal reinschreiben. Vielleicht liege ich mit meiner Denkweise ja richtig. Aber ich bin gespannt. So. Schade, dass wir die Items, die wir finden, in der Hinsicht nicht benutzen können. Was haben wir denn da? Hi. Hi. Ist hier wer vorbeigekommen? Groß, schlagsig, lauter tollen, blöden Ideen über Piratenschätze. Das könnte mein Bruder sein. Willst du da hochklettern? In den Stiefeln? Oh,
Ah, das sieht aus wie hier so ein Wespennest. Und tschüss. Den brauchst du bestimmt nicht. Sie haben den Kletterhaken aufgenommen. Nach Oberfläche greifen und drücken, um Kletterhaken hineinzustoßen. Okay. Und jetzt? Ja, das geht. Ah. Okay, cool gemacht. Okay. Was da? Okay. Kein Problem. Aber cool zu wissen, dass wir das jetzt haben. Oh mein Gott. Oh je. Tatsächlich? Okay. Anlauf nehmen, Nathan. Und Sprung! Okay, okay. Gut gemacht. Wir sollten... Wie gesagt, ich habe die Orientierung jetzt leicht verloren. Wo das Licht herkam. Wo eventuell Sam auf uns wartet. Das Wetter hat sich auch zum Glück beruhigt. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Okay, Leute, falscher Alarm. Aber haltet die Augen offen. Oh, ich habe auch keine Waffe. So, wie kommen wir jetzt an den vorbei? Oh, oh. Dich schnappe ich mir als erstes. Wen von Ihnen haben Sie gesehen? Den älteren Bruder. Hat ein paar von uns erschossen und uns abgehauen. Glaubst du, der andere lebt noch? Bis wir eine Leiche bin, bleibe ich auch dabei. Ja. Witzig, was? Oh. Perfekt. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? So. Ich bin mal gespannt, wie ich mich schlagen werde, denn ich habe das automatische Schießen jetzt tatsächlich geschafft, mal auszuschalten. Ich habe dran gedacht. Jetzt macht das Ganze gleich ein bisschen mehr Bock. Und wir können auch Headshots verteilen. Weil das war ja echt ein bisschen übertrieben mit dem automatischen Zielen. Okay, weiter geht's. Munition können wir alles gebrauchen. Jawohl, jetzt fallen sie auch ein bisschen schneller. Zack, wieder ins hohe Gras. Nur Angst, dass ich jetzt hier jemanden im hohen Gras nicht sehen werde. Aber die Musik ist leiser geworden. Vielleicht ist das ein gutes Zeichen. Da ist einer. Da habe ich gerade einen noch gesehen. Oh, da sind sogar mehrere. Unmittelbar neben uns. Ah, da oben. Und da ist er. Den sehe ich aber eigentlich gar nicht. Hm.
Von wo treffen die mich? Jetzt bin ich gerade ein bisschen überfordert. Tschüss. Als ob du jetzt ein Pirat wärst, nur weil du so eine rote Mütze auf hast. Okay. Das gefällt mir natürlich schon ein bisschen besser jetzt. Sind sie. Nö, einen Teufel werde ich tun und hier rauskommen. Kommt doch zu mir. Munition. Ich wollte gerade noch mit L1 oben an den anderen Haken ran. Das hat aber nicht geklappt. Okay. Ich habe das schlechte Gewehr wieder. Aber noch wissen sie nicht, wo ich bin. Moment. Der ist auch umgefallen. Das war's jetzt, glaube ich. Die Musik ist komplett weg. Glück gehabt. Ich glaube, ich habe gerade noch einen gesehen. Und zwar genau unter mir. Okay. Nein, doch nicht. Der Schein trügt. So, jetzt müssen wir hier erstmal wieder rausfinden. Das sieht doch ganz, ganz ordentlich aus. Hoppala. Okay, da sind noch zwei. Oha, jetzt holen sie ja hier alles raus. Okay, Zeit zu verschieben. Oh mein Gott. Dort unten. Scheiße. Ja. Tschüss. Okay, da hinten sehe ich noch einen. Na, jetzt aber. Da unten. Okay, den haben wir auch. Doch wann ist die Gefahr gebannt? Was haben wir hier? Ein richtiges Snipergewehr. Das finde ich gleich viel besser. Das behalten wir auch. Parakaliber 45.
Ah, okay, nee. Wir haben diese Waffe. Sie ist auch voll. So. Sam, wir sind gleich da. Hoffe ich. Ich habe jetzt auch momentan gerade gar keinen Anhaltspunkt, wo wir hin müssen. Okay. Aber das sieht doch gar nicht so falsch aus. Okay. Wo lang? Ja, die Frage stelle ich mir hier auch gerade. Oh Gott. Da habe ich mich tatsächlich mal kurz erschrocken. Was haben wir denn hier Schönes? Was ist das? Walter Hayes. This world's... This Woodsack. Okay. Wow. Ganz schön düster. Burns Crew hatte wohl genauso viel Glück mit dem Schatz wie ich. So, Sam. Das kann doch nicht wahr sein. Oder? Nein! Nein, nein! Oh, heilige Scheiße. Oh, shit. Hoffentlich steht nicht gleich einer vor uns. Uff. Ich hätte dich fast umgepustet. Sam, du bist okay. Ja, mich holt so schnell nichts um. Schön, dass du noch lebst, Brüderchen. Na los, auf uns wartet dein Schatz. Warte mal, also, was tun wir hier? Was meinst du? Ich meine, unsere Vorräte liegen im Indischen Ozean. Tja, dann klauen wir halt was von Nadines Armee. Ja, und dann das. Wir kämpfen gegen eine Armee. Haben uns doch ganz gut gehalten bisher. Wir sitzen hier fest mitten im Nirgendwo. Wir wollten doch hierher, weißt du noch? Da hatten wir einen Fluchtplan. Okay. Hör zu, ein verrückter Vorschlag. Wir gehen da runter und schnappen uns eins von Raves Booten. Die Boote können warten. Willst du wissen, was wir hier tun? Wir kaufen mein Leben zurück. Okay, und dazu gehen wir jetzt in diesen Dschungel und finden Libertalia. Siehst du irgendwelche Anzeichen für eine große Piratenkolonie? Ich nämlich nicht. Etwas spät für Zweifel, findest du nicht? Könnten wir mal die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass Averys Traum vom geheimen Piraten-Utopia geplatzt ist? Und wir hier vielleicht einer Fantasie nachjagen, anstatt einen realen Weg zu suchen, um dich zu retten. Ich werde diese ganze Insel absuchen, wenn es sein muss, bis ich den Schatz finde. Und wenn du nicht weißt, was du hier überhaupt machst, dann geh nach Hause, Nathan. Halt, halt, halt. Ich soll nach Hause? Soll das ein Witz sein? Hast du eine Vorstellung, was ich riskiert habe für dich? Und was habe ich riskiert? Okay? Die letzten 15 Jahre Ach, meines komm, Lebens. Darum geht es doch gar nicht. Doch, genau darum geht es. Was? Heilige Scheiße. Willst du immer noch heim? Mal sehen, was wir noch finden. Yeah.